Guck jetzt erstmal hier bei im Nordwesten, Nordosten nach Spielzeug. Dann nehmen wir doch mal den Basketballkorb. Oh, den können wir gar nicht nehmen. Der scheint hier nur Deko zu sein. Was ist denn das hier oben? Mount Rushmore-Ding, wo man so durchgucken kann. 465. Passt nicht zu den Kategorien. Das kaufe ich vielleicht ein andermal. Ich bin jetzt erstmal auf der Suche nach Spielzeug. Haben wir doch hier ein Spielzeugtruck für 500. Frage ich mal einen Experten. Der Experte, ja, der halbiert den Preis fast. Das ist auch noch nicht repariert. Das können wir noch in wieder reparieren. Das Rad wieder dran machen und so. Und ich gebe dir 235. Jetzt verliert sich schon die Geduld. Dann zahle ich halt 260. Und wir kriegen auch wieder was dazu zurück, weil wir uns in die Kategorie hier halten quasi. Was ist das hier? Ein Cricket-Kram oder wie nennt man das? Sports Collectibles. Das ist jetzt keine Kategorie des Tages mehr, deswegen stelle ich es mir erstmal wieder weg. Ich gehe mal nochmal in die Garage rein. Ah, hier ist ein Schlüssel. Baseballhandschuh. Sicher später auch mal interessant. Ist gerade halt auf der Suche nach Spielzeug in erster Linie. Oder Musikstücken oder so. Was ist, ne, halt. Was war denn das hier für ein Koffer? Ach, für ein Instrument, für ein Trombone. Passt da unsere diese Tröte rein, die wir haben. Ich gebe die 70 dafür. Ah, die ist jetzt schon wieder ungeduldig. Dann halt 80. Sie geht auch selbst schon ein bisschen mit dem Preis runter. Kriegen wir auch $10 zurück. Hier. Gibt's doch bestimmt Spielzeug. Das? Ach, ein Salz, ein Pfefferstreuer. Der Salzstreuer ist doch bestimmt hier der passende. Jo, kaufen wir mal beide. Kriegen wir vielleicht hier so eine Ermäßigung, so einen Gruppenrabatt. Oder nicht? Ach, hier, halt. So, hier. Also Bundle 105. 85. Ja, ist gekauft. Mal schön hier mal so ein Bundle zu kaufen. Ich könnte mal öfters mehrere Sachen auf einmal kaufen, aber die passen ja offensichtlich zusammen. Ist ja gar nichts, was nach Spielzeug aussieht. Das blaue Kleid will ich haben. 40. Sieht auch nicht viel teurer aus. 30. Ja, dann halt erstmal nicht. Hier so eine Keksdose. Cookie Jar. Was ist das hier? Ah, so ein Puppenhausmöbel. Da fehlt aber noch was. Fehlt vielleicht nur das Puppenhaus. Haben wir das Puppenhaus nicht schon mal gekauft oder verkauft? Ich gebe 310 dafür. Ja, ist auch gekauft. Das Puppenhaus, war das Puppenhaus nicht bei dem hier unten? Hatte der hier nicht ein Puppenhaus irgendwo? Jo, vielleicht können wir das miteinander. Aber den hier, das können wir nicht kombinieren. Das ist nur so ein Spielhaus, wo man selbst reinklettern kann. Kaufe ich aber trotzdem für 60? Nein, will er nicht. 70, ja komm. Krieg ich auf 50 direkt wieder. Nein, ich will kein Bügelbrett. Was soll ich denn damit? Nochmal auf der Baxter Farm. Hohohoho. Keine Ahnung. Auf das Wimmelbildkram habe ich jetzt gerade keinen Bock. Können wir das Motorrad hier mitnehmen? Und 19.000 will er dafür haben. So viel Geld haben wir noch nicht mal. Ne, erstmal nicht. Erstmal nicht. Ksch, weg damit. Ray, hast du hier kein Spielzeug mehr? Hier, so ein Pinball-Ding nehm ich jetzt einfach mal. Mal einen Experten fragen. Ah, der erhöht den Preis mal wieder. Ich gebe dir, komm, ich gebe dir 655. Nein. Dann halt nicht. Was ist das hier? Ist das hier nicht so ein Hau, den Lukas? Ja. Kostet auch gar nicht so viel. Ich hätte gedacht, der kostet mehr. Ist aber auch noch nicht repariert. 60, jawohl, gekauft. So, $25 Bonus. Jetzt können wir noch zurück zu unserem Laden fahren. Und die Sachen ein bisschen aufpolieren, die sind ja teilweise in keinem guten Zustand.
Und wir füllen mal wieder die Regale. Welche waren denn hier noch nicht? Hier diesen Strau, den Lukas, für 25 Dollar erstmal repariert. Sieht doch direkt ganz frischer aus. Hier den Toy Truck. Warum kostet das 90 Dollar, so einen Toy Truck zu reparieren? So, den Trombone Case können wir jetzt vielleicht mit der Tröte hier kombinieren. Nee. Ja, okay, ist halt kein Trombone. Trombone ist auch hier. Was ist denn Trombone? Wie nennt sich das? Ist nicht Saxophon. Posaune ist doch eine Trombone, oder? So, heute sind Toys sehr gefragt. Dann erhöhe ich jetzt einfach mal den Preis für den Hula-Hoop-Reifen um 10. Den Gartenzwerg werde ich nicht los. Den versteigere ich jetzt. Ich habe 15 Dollar investiert. Ein Yard-Gnome. 16 Dollar. Ah, da hat doch jemand wieder drauf geachtet, wie viel ich dafür bezahle. Dann einfach mal 1 Dollar draufgelegt. Dann mache ich 2 Dollar Verlust. So, hier diese MC-Katzenmaske hier. Nein, diese Salz- und Pfefferstreuer. Die sind immer noch incomplete. Kann ich die jetzt hier miteinander kombinieren oder was? Ah, jetzt habe ich da ein Set rausgemacht. Cool. Ich frage mal einen Experten, wie teuer die sind. Mach jetzt einfach mal. Vielleicht sagt der, vielleicht vertausendfacht der jetzt den Preis. Ja, hat den fast verdoppelt. Nee, Quatsch. Hat jetzt nur die 75 draufgerechnet, die ich da für den Experten jetzt ausgegeben habe. Ach so, er sagt, der Wert ist 222. Komm, ich verlange einfach mal 420. Vielleicht kauft es ja wer. Ein Toy Truck. Nehme ich jetzt einfach mal 635. Ich weiß zwar nicht, wer das bezahlen soll. Das Haus. Das mal für 130 weg. Striker. Hau den Lukas für 100, 190. Puppenhaus, Möbel. Da fehlt noch was. Aber. Dann kosten die 510 und der Trombone Case nehme ich erstmal 110 für vielleicht. Ja, finde ich da noch das passende Instrument zu. Die Uhr, die versteigere ich jetzt. Aber die kann ich für 5 Dollar noch erstmal reparieren. So, sieht's doch. Habe ich sie sauber gemacht, sieht es doch schon besser aus. Ich versteigere sie mal. 15 Dollar haben wir dafür bezahlt insgesamt. Uhren sollte ich nicht mehr kaufen, glaube ich. Für 9 Dollar versteigert. Hängt sie sich jetzt jemand in die Küche. Den Flamingo werde ich auch nicht los. Den kann ich also auch erstmal sauber machen. Oder wieder hinstellen, wieder gerade hinstellen. Vielleicht kauft ihn ja jetzt jemand. Ich versteigere ihn mal. Bisschen Platz schaffen im Laden. Ah, für 8 Dollar so einen pinken Flamingo. Macht sich auch gut auf jedem Festival wahrscheinlich. So. Ich schaue jetzt mal, ob hier Käufer kommen. Oh, das Spielhaus. Ich habe 70 dafür bezahlt. Jemand will mir auch 70 bieten. Nö, ich will ja Gewinn machen. 75. 85. Ich weiß nicht, was das wert ist. 90. Ja, komm, hast du. Der Toy Truck wurde gekauft für 635 Dollar. Hau den Lukas. Ich habe 85 investiert. Mir bietet jemand 85. Nö. 100. 110. 120. Ja, komm, hier hast du es. Oh, die Slot Machine. 1260 wird mir geboten. Ah, jetzt habe ich jetzt wieder zweimal Nein gesagt. Und irgendwo für den Trombone Case wird mir nur 65 geboten. Nö. Ich auch nicht über den Tisch ziehen lassen. Wobei ich ja teilweise auch relativ extreme Preise habe. Da kann man nicht sagen, dass ich über den Tisch gezogen werde, wenn das jemand nicht bezahlen will. So, 285. Aber das ist weniger, als ich investiert habe. Deswegen sage ich da natürlich nein. 365. Aber das könnte ich ja noch mit irgendwas ergänzen. Da fehlt ja noch was bei. Von daher sollte ich es vielleicht behalten. So, keine weiteren Käufer. Wir sind wieder nach wie vor nur auf Platz 9. Wir haben heute Verlust gemacht. Ah, okay, wir haben wahrscheinlich auch relativ viel investiert und nicht so viel verkauft. Haben halt unser Inventar hier erhöht. Relics sind heute gefragt. Da wird sich vielleicht der Triceratops-Schädel tatsächlich mal verkaufen. Nach weiteren Fossilien oder so können wir ja nochmal Ausschau halten. Hier speichern und machen weiter. Im nächsten.